Pizza yapacağız. Fakat Türk pizzası şeklinde yapacağım. Fakat hamurun tamamen İtalyan yöntemi olacak. Çünkü İtalyan usulü hamur çok daha lezzetli oluyor. Fakat üzerine bu sefer Türk malzemeleri gelecek. Heute machen wir eine italienische Pizza mit einem türkischen Belag. Das heißt, den Teig machen wir italienisch, den Belag türkisch. Also lasst euch überraschen. Hier seht ihr die Zutaten erstmal für den Teig. Burada hamur için malzemeleri görüyorsunuz. Üzeri için malzemeleri biraz sonra vereceğim. Für den Belag die Zutaten gebe ich gleich. Aber das sind erstmal für den Teig, für den italienischen Teig die Zutaten. Und zwar Mehl. Und natürlich Mehl bitte unbedingt 550 benutzen. Das ist das beste Mehl für den Pizzateig. Evet, ilk önce una ihtiyacımız var ve unda muhakkak 550 numarayı yine kullanmanız gerekiyor. Bu pizza hamuru için en güzel undur. Onun dışında zeytinyağı. Tabii zeytinyağı da kaliteli olmasında fayda var pizzanın lezzeti için. Olivenöl. Es muss ein gutes kaltgepresstes Olivenöl sein, dann ist es wirklich richtig für den Pizzateig. Dann am besten frische Hefe, nicht Instant-Hefe benutzen. Yani taze maya denilmiyor Türkçe'den, pardon, yaş maya. Kuru maya kullanmayacağız. En güzel pizza hamuru için yaş mayadır. Bunu almanızı tavsiye ederim. Zaten her yerde satılıyor ve çok da ucuz. Ama gerçekten yaş maya ve kuru maya arasında çok fark oluyor pizza hamurunda. Ve içine giren bir de tuz ve şeker. Und zusätzlich noch Salz und Zucker müssen da rein. Das wäre also alles. Es ist nicht mehr für den Teig. Bu hepsidir. Daha fazla kullanmıyoruz İtalyan. Evet, şimdi yapılışına geçiyoruz. Böyle bir kase alıyoruz. Benim de aynı şale. Und dann nehmen wir ungefähr die Hälfte von dem Paket Mehl. Ich mache diese Menge, wenn man natürlich für mehr Leute machen will, das wäre ungefähr für eine vier- bis fünfköpfige Familie. Und wenn man für mehr Leute machen möchte, dann am besten mehr nehmen. Also ihr könnt es halt variieren. Ne? Also ungefähr die Hälfte eines Pakets nehmen, das wären ungefähr 500 Gramm. Yani bu paketin yarısını alıyorum. Unun, yani 500 gram oluyor un olarak. Tabii ki isteğe göre daha fazla yapabilirsiniz kalabalık kişiler için. Ona göre biraz daha her şeyi artıracaksınız. Benim yaptığım hemen hemen işte 4-5 kişilik bir aile için. Yani bizim için. Şimdi bu unu bir kaseye aldıktan sonra ilk önce tuz ve şekeri veriyorum ve ilk önce unla tuz ve şekeri karıştırıyorum. Ich mische erstmal Salz und Zucker mit dem Mehl und einfach auch mit der Hand. Wenn das gemacht wurde, mache ich einfach erstmal innen so eine Kuhle und dann, natürlich habe ich als Zutat vergessen Wasser, aber das ist selbstverständlich, und zwar lauwarmes Wasser. Demin malzemeleri sayarken suyu unutmuşum. Tabii ki su da girecek, hamur yapamayız yoksa. Şimdi ilk önce biraz sudan aktarıyorum. Ilık olması gerekiyor suyun. Biraz suyu aktardıktan sonra bu yarım paket una bayağı maya kullanıyorum. Çünkü fazla bekletme zamanım yok. En fazla 1 saat bekletebilirim hamurumu. O yüzden bir paket maya içine koyuyorum. Ve bu suyun içinde ilk önce bunu karıştırıyorum. Ich mische erstmal die frische Hefe in diesem Wasser. So. Und dann Olivenöl rein. Und dann noch ein bisschen Wasser. So, das ist jetzt in der Mitte, ortasında böyle ve elimle yavaş yavaş alıyorum ortasından. Ve yavaş yavaş unla birlikte karıştırıyorum. Und mit meiner Hand nehme ich von der Mitte immer mehr Mehl und knete es einfach. Unla alayım, burada daha bol suyum vardı. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Wasser und dann mische ich das eben
immer mehr. Barphase, yoğuruyorum hamurumu. Bu kadar yetiyor. Yani bir bardaktan biraz daha fazla gerekti. Also, das Wasser, ich glaube, mehr als ein Glas wird, aber jetzt ist es doch zu feucht. Jetzt muss ich ein bisschen Mehl noch reinmachen. Biraz daha unalalım. Çok vıcık vıcık oldu. Ama yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor bunda. Sert hamur olmayacak. Sie müssen versuchen, wirklich einen sehr weichen Teig hinzukriegen. Darf nicht sehr zu hart sein. Und das klebt unwahrscheinlich natürlich an der Hand, aber trotzdem immer weiter kneten. Yapışsa da devamlı yoğuracaksınız yine de. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Teig nochmal mit der Hand kneten. Hamurumuzu tezgahta, unlu bir tezgahta tekrar iyice yoğuruyoruz. Ve yoğurduktan sonra kasemizi alıyoruz tekrar ve kasemize yerleştiriyoruz. Wir machen das, den Teig in die Schale und mit einer Frischhaltefolie einfach zudecken. Bir streçfolyoyla kapatıyoruz. Ve en azından yarım saat bekletip bir saate kadar dinlendiriyoruz hamurumuzu. Und mindestens halbe Stunde bis eine Stunde einfach den Teig ruhen lassen. Natürlich in einer lauwarmen Gegend. Es darf nicht kalt sein. Ilık bir yerde bekletiyoruz. Ve sonra bu arada da malzemelerini, üst malzemelerini hazırlıyoruz. In der Zwischenzeit bereiten wir die Zutaten für den Belag vor. Die Zutaten für den Belag, üzeri için, pizzanın üzeri için malzemelerimiz, Mantar, Pilze, rote Paprika oder Spritzpaprika, kırmızı biber, yeşil biber, grüne Spritzpaprika. Kann auch alles grün oder auch alles rot sein, Hauptsache Paprika oder Spritzpaprika, dann Tomaten. Das ist ein türkischer Käse, der heißt Kaşar. Und zwar wird er häufig in der Türkei als Pizzakäse auch benutzt. Aber für viele Sachen natürlich, aber nebenbei auch als Pizzakäse. Wer Kaşar nicht kaufen kann, kann natürlich Mozzarella nehmen wie die Italiener. Dann Tomatenmark, Sucuk, Salça ve Sucuk. Und Sucuk kennt ihr vielleicht, das benutze ich ab und zu in meinen Gerichten. Das ist eine Knoblauchwurst, eine türkische. Und die ist ganz typisch für den türkischen Belag der Pizza. Und grüne Oliven, kann auch schwarze Oliven genommen werden, die Kerne müssen aber raus. Yeşil zeytin, siyah zeytin de alabilirsiniz, çekirdekleri sadece çıkacak. Ve zeytinyağı. Soğan, sarımsak, zwiebel, knoblauch und oregano ve kekik. Ve isteğe göre de biraz acı biber kullanabilirsiniz, turşu biber. Und eingelegte Peperoni kann man nach Wahl nehmen. Das ist ein bisschen scharf, deshalb habe ich nur ein bisschen davon, nur ein wenig davon genommen, da meine Tochter nicht so gerne scharfes isst. Aber das macht die Sache auch ein bisschen pikant, deshalb muss das auch unbedingt rein. Am besten vielleicht sogar süß verwenden. Genau, das wären die Zutaten und nun fangen wir an. Aşamadan önce sosumuzu yapıyoruz. Bevor wir anfangen zu schneiden, machen wir erst unsere Soße. Die türkische Soße wird hauptsächlich aus Tomatenmark gemacht. Türk Pizza sosumuzu genelde salçadan yapıyoruz. Evet, önce zeytinyağı. Zuerst Olivenöl und dann kommt einfach der Tomatenmark rein, Salçamız içine giriyor ve önce kavuruyoruz salçamızı. Und wir braten jetzt unser Tomatenmark im Öl ein wenig. Und Oregano kommt ebenfalls rein, Kekimiz. So.
Stimmsamse, die Stimmsamse rendeliyoruz. Wir raspeln jetzt unsere Knoblauchzehe rein. Weil das wird ja ein türkischer Belag. Türkpizzası olduğu için bunu böyle yapıyoruz. Ve fazla sarımsağı kavurmuyoruz. Wir braten das nicht so lange an, sonst verbrennt das. Wir machen jetzt das ein bisschen Wasser rein. Biraz su içine ilave ediyoruz salçamızı. Salçamız sos kıvamını alana kadar. Bis unsere, unser Tomatenmark ungefähr bis unser Tomatenmark zu einer Soße wird, machen wir Wasser rein, und zwar heißes Wasser. Das muss genau eine Soße ergeben, sodass wir auf den Teig schmieren können. Sos kıvamına gelmesi gerekiyor. Hemen hemen geldi şimdi. Biraz tuz atıyoruz. Ein wenig Salz zugeben. Evet. Sosumuz bitmiştir pizzamız için. Unsere Soße für die Pizza ist fertig. So sieht's aus. Es ist genau zu einer Soße jetzt geworden mit dem Tomatenmark. Und das lassen wir jetzt erstmal kalt stellen. Önce soğutuyoruz bu sosumuzu. Bu arada malzemelerimizi kesiyoruz. Zuerst enthäufen wir die Tomaten. Önce kabuklarını kesiyoruz domateslerin. Normalerweise im Wasserbad, im heißen Wasser enthäuten ist natürlich besser und gesünder, aber wenn man keine Zeit hat, kann man das auch auf die Schnelle so machen. Normalde sıcak suda girip çıkartmak daha faydalı. Fakat zamanımız olmadığı zaman böyle de yapabiliriz. So, nach dem Enthäuten das hier trennen von den Tomaten. Einfach in Würfel schneiden, in kleine Würfel die Tomaten. Küp küp kesiyoruz domateslerimizi. Evet, domateslerimizi kestik ve şöyle bir kaseye aldık. In eine solche Schale nehmen, die gewürfelten Tomaten. Und jetzt eine größere Schale nehmen. Und wir werden jetzt Sucuk, Paprika und die Champignons und die Zwiebeln mischen. Das ist das Besondere beim türkischen Belag. Also da wird alles kleiner geschnitten und es wird alles, also diese Belagsorten werden gemischt. Und auch natürlich die Oliven. Hepsini şimdi küçük küçük kesip bu kasede karıştıracağız. Sucuk. So, da ist so eine Haut beim Sucuk. Die muss ab. So, und dann einfach Sucuk erstmal in der Mitte teilen. Ortadan bölüyoruz sucuğumuzu. Und dann so längs schneiden, uzunlamasına kesiyoruz. Ve sonra da böyle sucuğumuzu da küp küp kesiyoruz, küçük küçük. Und in Würfel schneiden, die Sucuk. So, in der Zwischenzeit habe ich den Ofen angemacht. Und zwar, die Italiener sagen, man muss so heiß wie möglich machen den Ofen. İtalyanlara göre fırını çok sıcak, en yüksek dereceye getirmemiz gerekiyor. Pizzayı yapmak için. Fakat benim fırınımda 250 yetti. 250'den fazla yaparsam biraz fazla sert oluyor hamuru. Fırınıza göre kendiniz ayarlamanız gerekecek. Also bei mir im Ofen 250 Grad bis 250 reicht. Klappt auch bei 230. Also selber ausprobieren, wie es im eigenen Ofen am besten klappt. Aber ganz wichtig ist es, es muss ganz unten in die Stufe, en alt kata gelmesi gerekiyor, ortaya falan değil. Ve çok da kısa sürüyor, yani 8-10 dakika arası.
Und es dauert wirklich nicht lange, bis die Pizza fertig ist, ungefähr 8 bis 10 Minuten. So, jetzt schneide ich die Paprika. Biberleri kesiyorum. Biberleri de aynı şekilde küçük küçük. Auch die Paprika klein. Das ist das Besondere am türkischen Belag. Es wird nichts groß geschnitten. Dann die Champignon ebenfalls in Würfel schneiden. Also nicht wie normal größer, sondern die Champignons müssen genauso in Würfel geschnitten werden. Yine mantarlarımızı da küp küp kesiyoruz. So, und die Oliven, die entkernt sind, so vierteln reicht. Zeytinleri de dörde bölüyoruz. Çekirdekleri önceden çıkartılmış. Ah. Und die Zwiebel ebenfalls kleiner schneiden. Also nicht ganz fein würfeln, aber grob würfeln. Kare kare soğanlarımızı kesiyoruz. Küp küp, biraz büyük küp olabilir. Onu da ekliyoruz. Kasemize. Ve bir de acı biberimizi. Bunu ama ayıracağız çünkü herkes acı sevmeyebilir. Das machen wir separat, diese scharfe Peperoni. Das kommt nur in die Ecken, wo es scharfer werden soll. Weil nicht jeder mag ja in der Familie scharf. So, aber scharf wird gerne gegessen in der Türkei. Auch auf der Pizza. So, das ist nur für diejenigen, die scharf essen wollen. Und diese Mischung hier einfach mit der Hand erstmal mischen. Dann haben wir eine gute Mischung. Elimizle karıştırıyoruz şimdi pizzanın malzemelerini. Oh, çok güzel sucuk koktu, biber koktu. Mm, es riecht richtig lecker nach sucuk, wenn man das so mischt. So, evet, böyle karışık olarak bekleyecek. Ve şimdi peyniri hazırlayacağız. Jetzt kommt der Käse. Und den Käse müssen wir einfach reiben. Ich habe so eine Käsereibe, Peynirrenden var, böyle çok pratik oluyor. Peynir içine hemen rendeliyor, kabı var ve üzerine bunu geçiriyorum. Mit der Käsereibe einfach den Kaşar reiben. Für diejenigen, die Mozzarella nehmen, Mozzarella, vielleicht wisst ihr es schon, muss nicht gerieben werden. Das ist absolut verboten bei den Italienern, habe ich erfahren. Einfach mit der Hand und am besten ist natürlich Büffelmozzarella. Wenn man das kriegen kann. Mozzarella alanlar için rendelemelerine gerek yok. Çünkü İtalyanlar elleriyle bölüyorlar mozzarella'yı. Öyle yenilmesi gerekiyor. Evet, bunu da şimdi böyle rendeledikten sonra malzemelerimiz bitmiştir. Şimdi pizzamızı yapmaya başlayacağız. So, gleich nun beginnen wir mit dem Belegen der Pizza. Unser Teig ist auch schon fertig, wartet schon seit einer Stunde. Hamurumuz da bitmiştir. Evet, böyle pratik bir şekilde yağlı kağıt geçiriyoruz. Wir können natürlich auch ölen, aber ich nehme einfach Backpapier. Tepsimizi yağlayabiliriz de tabii ki. Evet, bunu kenara alıyoruz. Hamurumuz acayip şekilde pişmiş, çok güzel olmuş. Unser Teig ist richtig schön aufgegangen. Ihr seht hier, es ist ein super Teig geworden, hat eine Stunde lang ungefähr geruht. Bir saat bekledi hamurumuz, ılık bir yerde. Ve çok güzel bir şekilde kabardı. Evet, şimdi hamurumuzu açıyoruz. So, önce tezgahımıza un. Zuerst ein bisschen Mehl auf unserer Arbeitsfläche. Und wir kneten, wir nehmen erstmal hier unseren Teig, so, und kneten erstmal auf der bemehlten Fläche. So, das ist für zwei solche großen Blechs, deshalb nehme ich nur die Hälfte.
yarısını alıyorum. Çünkü iki tepsilik hamur. Evet. Ve açacağım şimdi. Und rollen auf. Tepsinin büyüklüğüne kadar hemen hemen açıyoruz. Ungefähr in der Größe unseres Blechs. Rollen wir unseren Teig. Quadratische Form. Eckige Form. Aber muss nicht eckig, das kann man auch auf dem Backblech. So, und dann haben wir hier unser Blech. Wir nehmen dann unseren Teig. Hamurumuzu alıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle birazcık çektirebiliriz. Hamurumuzu tepsimize küçük geliyorsa wir können ein bisschen an den Ecken ziehen, wenn zu klein ist für das Blech. So, jetzt kommt unsere kalte Soße. Soğumuş olan sosumuz üzerine geliyor. İki tepsilik. Diğeri diğer tepsiye. Der Rest für das andere Blech. Und dann machen wir einfach mit dem Löffel. Verreiben wir überall. Kaşıkla dağıtıyoruz. Biraz kenarlarında yer bırakıyoruz. Die Ränder nur ein wenig. Ohne Soße lassen, ansonsten überall verteilen. So, jetzt kommt ein bisschen Käse, biraz altına peynir geliyor. Evet, şimdi özelliği. Şimdi domatesler geliyor. Jetzt kommen die Tomaten. Also eine Tomate für ein Blech reicht. Bir tepsiye bir domates. Daha fazla koymayın, sulanıyor yoksa. Ve şimdi karışım. Das, was wir gemischt haben, kommt jetzt oben drauf. Evet, karışımı üzerine dağıtıyoruz. İki tepsilik bu da karışım. Die Mischung ist auch für zwei Blechs, also je nachdem orientieren. Und es kommt also reichlich viel drauf. Böyle. Evet, şimdi bir de acımız vardı. Und noch unsere scharfe Soße. Soße sage ich, scharfe Peperoni. Das machen wir nur auf eine Seite. Für diejenigen, die gerne scharf essen. Acı sevenlere sadece bir tarafına acı yapıyoruz. Peperonimizi, acı biber turşumuzu kestik. Bu da güzel bir lezzet veriyor. Fakat tabi acı çocuklar için uygun değil. Evet, en sonunda yine biraz peynir ama çok az. Fazla dağıtmıyoruz. Und ganz oben drauf noch ein bisschen Käse. So, das war's schon. Şimdi pizzamız böyle hazırlanmıştır. Dediğim gibi 230 ve 250 derecelik bir fırına en alt tarafına veriyoruz. Sakın havalandırmayı açmıyoruz yoksa pizzamız çok sulanıyor. Alt üstü açıyoruz fırında. So, jetzt kommt unsere Pizza zwischen 230 bis 250 Grad Ofen in den unteren Bereich. Aber bitte obere und untere Hitze verwenden. Sonst wird es zu feucht. So, an den Ecken noch ein bisschen korrigieren. Jetzt kommt es in den Ofen. So, unsere Pizza ist fertig. Ungefähr 10 Minuten war die Pizza im Ofen bei 250 Grad. Pizzamız hemen hemen 10 dakikada bitti. 250 derecede idi fırınımızda. Evet, şimdi keselim bakalım. Jetzt schneiden wir. Also in der Türkei wird es auch klein geschnitten. Ich habe jetzt nach türkischer Art gemacht und auch für Gäste und so weiter gereicht und es wird auch nur mit der Hand gegessen, die Pizza. Şimdi Türkiye'de nasıl yedildiğini Almanca anlattım. Genelde küçük.
küçük ve el ile yeniliyor. Çatal bıçakla değil. Evet, şimdi böyle kesiyoruz. So schneiden wir. Und hier habe ich ein kleines Stück, ist noch sehr heiß. Und man sieht, oben ist es wunderbar und unten der Teig auch. Evet, alttaki hamuru da pişmiş, her şeyi pişmiş. Ve şimdi biraz soğuduktan sonra yemeye başlayacağız. Umarım siz de denersiniz. Şimdiden afiyet olsun. Ich hoffe, ihr probiert es auch mal und ich wünsche euch einen guten Appetit.